Und der HSV ist Europapokalsieger 1983. Glückwunsch der Hamburger Mannschaft durch ein Tor von Felix Magath. Servus oder so, FIFA 18 Hauptmenü, neue Karriere, erste Sprint to Glory. Richtig, wir gehen es tatsächlich zum allerersten Mal in FIFA 18 an. Und der Verein zum Start ist einfach einer, über den in den letzten Jahren immer wieder gern gewitzelt wird, der HSV. Dieser Verein gehört nichtsdestotrotz immer noch zu einem der beliebtesten in ganz Deutschland. Und wir werden ihn hier und heute zum Champions League Titel führen. Das letzte Mal, als sie den Meistertitel geholt haben, gab es die Champions League noch oben drauf. Das war in der Saison 82-83, also vor ganzen 34 Jahren. Es wird höchste Zeit, diesen Verein wieder ganz an die Spitze zu führen, mit zum Beginn auch genau dieser Mannschaft hier. Die Regeln einer Sprint to Glory sind sehr simpel und schnell erklärt. Jedes Spiel wird simuliert. Das Ziel ist der Champions League Titel und bis dahin geht es vor allem um die Transfers. Ich melde mich immer, wenn ich einen Spieler geholt habe, wenn ich einen verkauft habe und ihr bekommt dadurch genau mit, wie sich die Mannschaft entwickelt, weil so kann das ja nicht bleiben. Es ist natürlich meine allererste Sprint to Glory in FIFA 18, deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Man lernt da immer einiges über das Spiel und die Umsetzung ist mir auch noch nicht 100% klar, also was das ganze Video angeht und so. Wie immer wird zum Start erstmal die Mannschaft ein bisschen angepasst, ein bisschen umgestellt. Wir schauen, was wir so rausholen können. Ihr schmeißt einen Daumen rein auf das Video, gerade wenn ihr mehr Sprint to Glory sehen wollt. Gebt mir Motivation dazu, checkt die Links in der Videobeschreibung mal eben aus und dann starten wir jetzt durch mit dem kleinen Teamumbau. Let's go. Kleiner, sau-epischer Hinweis an der Stelle. Ich habe ja nicht umsonst den HSV genommen. Am 24. Oktober 2017 spielen die Tonza YouTube Stars, da spiele ich auch mit, um 16.30 Uhr in Hamburg gegen eine Tonza Auswahl ein Real-Life-Fußball-Match. Um genau zu sein, im neuen Stadion des HSV Barmberg-Uhlenhorst. Einfach danach googeln, dann findet ihr die Adresse. Und ihr könnt eben dabei sein. Also wenn ihr Bock und Lust habt, wir freuen uns über jeden Zuschauer, der dann hoffentlich auch auf unserer Seite ist. Deswegen seid am Start bei diesem Spiel. Es wird richtig, richtig fett, vor allem, wenn ihr dabei seid. Hier seht ihr die leicht angepasste Mannschaft. Ein bisschen habe ich umgestellt, um überall die bestmöglichste Gesamtstärke rauszuholen. Aber keine Angst, natürlich wird diese Mannschaft nicht lange so Bestand haben. Die Schwachstellen sind auch ziemlich schnell ersichtlich, gerade was eben die Ersatzspieler angeht. Wir haben überhaupt keinen guten Backup-Innenverteidiger. Klar, der Van Drongelen hat einiges an Talent, aber sollten Maffrey oder Papadopoulos ausfallen, möchte ich ihn nicht unbedingt als Ersatzmann Nummer 1 spielen lassen. Obendrauf kommt ja auch noch, dass der HSV gar nicht wenig Geld hat. 26,81 Millionen Euro. Das ist definitiv gut Geld. Da kann man shoppen gehen damit, keine Frage. Und zusätzlich ist der Kader natürlich nicht klein. Da kann der ein oder andere Spieler schon verkauft werden. Beim Durchgehen des Kaders ist mir der Spieler hier aufgefallen. Alen Halilovic. Letztes Jahr hatte der noch ein 88er Potenzial. Jetzt immerhin noch eine 85. Ist aktuell natürlich noch ausgehend an Las Palmas. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, wenn er zurückkehren wird. Definitiv ein Spieler für die Zukunft. Der erste Spieler ist verkauft und es ist ein unwichtiger namens Mohamed Guaida. Immerhin 1,1 Millionen Euro für uns. Irgendwie wollen alle Nikolai Müller haben, jetzt sogar Paris Saint-Germain. Aber die bieten viel zu wenig Geld. Und gerade akzeptiere ich den allerersten neuen Spieler, einen Linksverteidiger von Barcelona B namens Cucurella. Wohl eher Cucurella, den gab es letztes Jahr noch nicht, ist ein sehr, sehr talentierter Spanier. 86er Potenzial. Und wir haben da halt sonst nur Santos. Irgendeinen Ersatzmann haben wir einfach gebraucht. Gekostet hat er auch nur 1,55 Millionen Euro. Also das geht echt klar. Im Übrigen ist auch Dennis Diekmeier verkauft worden an den FC Krasnodar. Ich habe das nur getan, weil ich ja weiß, dass wir Sakai im Team haben. Der hat auch ein höheres Potenzial als Diekmeier. Deswegen dachte ich mir, wäre das nicht allzu schlimm. Wir brauchen nicht zwei so gute Rechtsverteidiger. Und jetzt hole ich mir eben stattdessen einen jüngeren, talentierten, der vielleicht nicht ganz so teuer ist. Und der nächste Spieler ist eingetütet. Dieses Mal Barco. Ezequiel Barco, ein Argentinier, hat mich jetzt 6,7 Millionen Euro gekostet. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich versuche, erstmal die zweite Reihe aufzubessern. Auf den Flügeln hatten wir einfach nur Müller und Kostic. Und da hilft so einer wie Barco schon extrem. Ich glaube, der hat auch irgendwie ein 90er Potenzial oder sowas. Also ein richtig, richtig krasses Talent. Nächster neuer Spieler, nächster Argentinier. Auch den werden mit Sicherheit einige von euch kennen. Es ist Lautaro Martinez. Habe ich letztes Jahr auch schon einige Male geholt. 7,4 Millionen Euro. Und obwohl er hier jetzt als Stürmer eingetragen ist, habe ich ihn fürs rechte Mittelfeld geholt. Er ist quasi der Ersatzmann für Nikolai Müller, falls der mal
nicht spielen könnte, sollte, dürfte und so weiter. Den jungen Herren habt ihr gerade eben schon gesehen. Diogo Dalot, da war links drüben noch kein grüner Haken. Jetzt ist er am Start. Wir haben ihn also auch verpflichtet. 1,55 Millionen Euro ist der Ersatz für Dennis Diekmeyer. Sollte Sakai also mal ausfallen, haben wir zumindest einen gewissen Dalot in der Hinterhand. Joa, mir fällt jetzt schon auf, der Kader wird größer und größer, aber irgendwie verkauft sich keine Sau. Aus irgendeinem Grund gehen die Transfers immer nicht durch. Ihr werdet es nicht glauben, Alba Lafont, wir haben einen neuen Torhüter. Es war noch so viel Geld übrig und das musste irgendwie rausgehauen werden. Für 14,2 Millionen und wir den ultra krassen Torhüter. Was ich lustig finde, ist, dass sein Marktwert jetzt auf einmal gesunken ist. Vorher hat er, glaube ich, 11 Millionen Euro Marktwert, jetzt nur noch 8,5 Millionen, wo er bei uns spielt. Versteht ihr das? Könnt ihr mir das mal irgendwie erklären? Ist natürlich der neue Stammtorhüter anstelle von Martenia, den ich jetzt hoffentlich verkaufen kann. Mal sehen. Denn in FIFA 18 ist es einfach so viel schwerer, Spieler zu verkaufen. Ich merke es gerade wieder. Einkaufen geht schon, ne? Also wenn man sich einen Spieler in den Kopf gesetzt hat, im Normalfall kann man den dann auch holen. Aber was die Spieler auf der Transferliste angeht, bekommen wir entweder gar kein Angebot oder wie ihr rechts drüben seht, ich nehme es an und dann läuft es trotzdem nicht durch. Ich verstehe es nicht. Insgesamt haben wir jetzt noch 8,52 Millionen Euro. Ich muss noch Verträge verlängern. Viel Geld ist das nicht. Für einen Top-Transfer reicht es auf keinen Fall. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal abwarten, was in dieser Transferphase noch geschieht und dann handeln. Vorher vielleicht Verträge verlängern, genau. Oha, es scheint so, als wäre Bobby Wood verkauft worden. 15,5 Millionen Euro Aston Villa. Wäre natürlich schon eine heftige Nummer, aber würde den Weg für einen richtig, richtig guten Stürmer ebnen. Barcelona hat, by the way, mal wieder Harry Kane gekauft. Passiert irgendwie sau oft. Also ich habe den Transfer zumindest jetzt schon mehrere Mal in FIFA 18 gesehen. Reus zu Milan und Mahrez zu Tottenham. Oder auch nicht. Es können einfach keine Spieler verkauft werden. Die Verhandlungen sind zum Stillstand gekommen, wie immer gefühlt. Ich kann keine Spieler verkaufen. Oh, jetzt leihen wir einen Spieler zu Jan Regensburg aus. Bakary Yatta. Hoffentlich funktioniert das. Tatsächlich. Yatta spielt jetzt für ein Jahr bei Jan Regensburg. Sau schön. Aber den Mikkel kann ich schon wieder nicht verkaufen. Das ist der dritte Torhüter. Tom Mikkel. Jedes Mal nehme ich an und jedes Mal kommt es nicht zustande. Liegt es daran, weil die Spieler immer noch ihr Veto einreichen können oder wie? Das ist auf alle Fälle sau nervig, weil kein Spieler vom HSV weggeht. Den gefällt es hier so gut. Sind auch direkt Trainer des Monats geworden übrigens. Das ist ja richtig geil. 89er Managerbewertung. Keine Ahnung warum. Klar, unsere Transfers sind richtig gut. Obendrauf haben wir den größten Kader der Welt. Nur ein neuer Stammspieler mit Alba Lafont. 6,74 Millionen haben wir noch übrig, die ich jetzt erstmal nicht ausgegeben habe. Ganz einfach, weil ich nicht wüsste, wen ich damit überhaupt verpflichten soll. Wir warten auf die nächste Transferphase und gerade auch darauf, ob sich dann endlich mehr Spieler einem anderen Verein anschließen. Boateng ist Spieler des Monats geworden, auch richtig cool. Ich bekomme sogar direkt ein Angebot für Sven Schiplock nach der Transferphase, 2 Tage danach. Warum seid ihr nicht früher auf die Idee gekommen? Klar, es kann natürlich jetzt immer noch funktionieren, allerdings würde er da noch bis zum Winter bei uns bleiben. Und es scheint zu klappen, 1,8 Millionen und ich glaube 5% Weiterverkaufsgebühr. Ist aus meiner Sicht ein ganz guter Deal für den guten alten Schiplock. Jetzt brauchen wir nur noch eine Bestätigung. Links oben 90er Trainerbewertung, darunter das Angebot für Martenia, den wir verkaufen wollen. Also kaum ist die Transferphase vorbei, schon kommen die Angebote rein. Oh Mann, oh Mann. Und auch da funktioniert es mit 8,5 Millionen Euro. So einfach kann das sein. Naja, wobei, den Schritt habe ich vorhin auch schon geschafft. Es kommt dann auf die Bestätigung drauf an. Natürlich, Stillstand bei Transferverhandlungen. Was ist hier bitte los? Wenn das jetzt bei Martenia auch noch passiert. Oh nein, es hat funktioniert und wie mich das freut. 8,5 Millionen Euro bzw. 6,5 Millionen für unser Budget. Da steht auch dabei, dass der Verkauf zu Beginn der Transferperiode durchgeführt wird. Also dann im Januar. Und das Geld bekommen wir jetzt auch noch nicht gut geschrieben, genau. Problem ist nur noch, die Transfers außerhalb der Transferphase kann ich nicht einfach so schnell durchskippen bis zur nächsten Phase. Sondern muss das irgendwie so ein bisschen schrittweise angehen und irgendwie nur 2 Wochen simulieren oder irgendwas um den Dreh rum. Ihr könnt ja mal gerne eure Idee unten in die Kommentare reinschreiben. Weil irgendwie muss es für mich ja auch noch zeitlich machbar sein. So eine Sprint to Glory dauert sowieso schon 100 Jahre zum Aufnehmen. Wenn jetzt sowas noch dazu kommt, dann werde ich ja nie fertig. Natürlich können wir Mikkel mal wieder nicht verkaufen. Der wird für immer da bleiben. Mal so nebenbei bemerkt, ist echt krass, wie viele Angebote man da außerhalb der Transferphase bekommt. Mats Köhlert wollte schon nicht zu Hallescher FC gehen. Jetzt vielleicht zum FC Zürich. Und Gianluca Waldschmidt zu Ingolstadt. Auf geht's. Ich simuliere das gerade immer so im 2-Wochen-Turnus durch. Überlege aber tatsächlich einfach, so wie früher immer von Transferphase zu Transferphase zu springen, weil der Aufwand sonst so riesengroß ist. Könnt gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das seht. Wie soll ich das in Zukunft machen? Ihr dürft aber auch nicht vergessen, mehr Aufwand bedeutet weniger Videos für euch. Millionen Angebote bekommen wir für den Tom Mikkel. Ich werde weiterhin alle akzeptieren. Eines Tages wird es dann schon klappen. Warum ist das so? Ich darf nicht mal Spieler verleihen. Versteht das irgendjemand von euch?
euch. Ich melde mich ab sofort nur noch, wenn Transfers auch wirklich durchgehen und nicht, wenn da irgendwie ein Angebot reinkommt, wo man denkt, es würde durchgehen. So, FIFA 18 ein bisschen komplizierter geworden. Wir haben ihn erreicht, endlich den 1. Januar. Und wie auch schon letztes Jahr, ist es jetzt Zeit, euch die Tabelle zu präsentieren. Wie hat unser HSV bisher abgeschnitten? Zuletzt ein 2:2 gegen Gladbach. Wir sind 15. Da. Ich wusste das schon, also nicht sonderlich gut platziert. Immerhin 6 Punkte über dem Relegationsplatz. Und nach vorne ist noch einiges möglich, keine Frage. Und ich erwarte auch, dass wir dann noch mehr Spiele gewinnen werden. Gerade mal 3 Siege bisher. Im Pokal auch nicht ganz so schön, leider rausgeflogen im Achtelfinale gegen Frankfurt im Elfmeterschießen. Ja, in der Champions League und so weiter sind wir sowieso nicht drinnen. 2 Wettbewerbe. Und jetzt ist auch Christian Matenia weg, der überschüssige Torhüter. Den Transfer hatten wir ja vorhin schon vereinbart. Jetzt hat die Transferphase begonnen und er ist weg. Sehr Salihovic möchte auch weg. Interessante Geschichte. Wäre ich jetzt auch nicht komplett abgeneigt, ehrlich gesagt. Ist schon ein älterer Spieler. Hier seht ihr die gesamte Mannschaft. Ein paar haben sich richtig gut entwickelt. Kukureya mittlerweile mit einer 70er Gesamtstärke. Dann haben wir Martinez mit einer 74. Baku 75. Also die Transfers stellen sich bis jetzt gar nicht schlecht an. Durch den Verkauf von Martinez haben wir natürlich nochmal Geld bekommen. Haben jetzt 13,33 Millionen Euro. Und damit kann man durchaus nochmal für Verstärkung sorgen. Nur die Frage ist, auf welcher Position, warum nicht die 6 ein bisschen verstärken? Ekdal raus, Salihovic verkaufen und dann da einen richtig guten Spieler hinstellen. Das ist doch eine Idee. Das ist so seltsam. Ich soll diesen Salihovic verkaufen. Der meldet sich selber und möchte weg. Aber es geht nicht, ne? Er ist ein neuer Spieler. Ich kann ihn nicht auf die Transferliste setzen. Alles klar. Ach, übrigens, nur damit ihr das auch seht, natürlich wurde Eden Hazard wieder Spieler des Jahres. In der Regensburg-Karriere ist es auch schon passiert und ihr habt mir auch berichtet, dass es bei euch in fast jeder Karriere passiert. Also Eden Hazard gewinnt scheinbar gerne mal in FIFA den Spieler des Jahres Preis. Wer sind eigentlich Ronaldo und Messi? Ich weiß nicht, wie ich nicht mehr dran denken konnte. Ich wollte doch eigentlich ganz am Anfang einen Innenverteidiger kaufen, aber die Idee ist dann komplett verloren gegangen. Wir haben immer noch Van Drongelen auf der Bank und das geht gar nicht klar. Ich werde jetzt einen Innenverteidiger holen. Das war einen richtig guten. Issa Diop, das war mega einfach. Der erste Spieler, mit dem ich verhandelt habe. Aber natürlich kostet der auch fett viel Geld. Zieht euch das rein. 13,5 Millionen und ich habe einen Innenverteidiger mit dran gegeben, diesen Tölke oder wie der heißt. Quasi Innenverteidiger gegen Innenverteidiger getauscht. Jetzt haben wir wieder 4. Passt wunderbar. Hat eine Gesamtstärke von 77 und ist damit Stammspieler. Ersetzt Maffrey. Und Van Drongelen muss nicht mehr auf der Bank sitzen. Da sitzt jetzt eben Maffrey. Wunderschön. Das war genau der Transfer, den wir gebraucht haben. Ja, aber Geld haben wir jetzt natürlich nicht mehr wirklich. Und am Transfer Deadline Day passiert nun mal was Heftiges. Marco Draws wird ausgeliehen. Nee, das meine ich natürlich nicht. Aaron Hunt ist verkauft. 7,6 Millionen Euro. Er ist schon so alt, 31. Deswegen hatte ich kein großes Problem damit, ihn zu verkaufen. 6 Millionen Euro haben wir also, um uns einen neuen Zehner zu gönnen. Ist natürlich nicht besonders viel Geld. Ist die Frage, was ich damit überhaupt rausholen kann. Zur Not können wir auch einfach Holtby wieder vorne reinstellen und dafür Wolles auf die 6. Hat er auch noch gutes Potenzial und wird sie mit Sicherheit verbessern. Nichtsdestotrotz, irgendeinen jungen, guten Zehner brauchen wir. So einfach ist es. Da ist er, unser neuer Spieler, Vitinho. Schon wieder einer von Barcelona B. Kann viele Positionen spielen. Das finde ich richtig gut. Hat natürlich jetzt nur eine 72. Damit kein Stammspieler, eher einer für die Zukunft. 5,4 Millionen Euro hat er gekostet und ich habe noch irgendeinen ZDM, so einen Jungen, mit dran gegeben, der aber kein besonders großes Potenzial hat und dementsprechend sowieso nicht wirklich einen Wert hatte für uns. Es hat echt lange gedauert im Vergleich zu FIFA 17 Zeiten, aber jetzt ist die erste Saison tatsächlich gelaufen mit dem HSV. Wo stehen wir in der Tabelle? Vielleicht sind wir ja noch abgestiegen. Wer weiß, es wurde am Ende der 14. Platz. Also nicht besonders gut. Den Abstieg konnten wir zum Glück vermeiden. 5 Punkte sind es, zumindest zur Relegation. Viel krasser finde ich ja, wer die Meisterschaft gewonnen hat. Borussia Mönchengladbach, Zweiter ist Köln geworden. Bayern nur Dritter und Dortmund gerade mal Neunter. Kein Plan, was da passiert ist. Wer hat den deutschen Pokal gewonnen? Schalke. Die Champions League gönnt sich Manchester United. Und in der Euroleague sahnt Arsenal ab im Finale einfach gegen den ersten FC Köln. Schade, dass es die da am Ende nicht gewonnen haben. Unsere Mannschaft hat sich an sich ganz ordentlich entwickelt. Aber da geht natürlich noch viel, viel mehr. In der zweiten Saison soll alles besser werden. Da sind wir also auch schon in der zweiten Saison. Ich habe minimale Anpassungen gemacht, was die Formation angeht. Vorher haben wir hier mit ZDMs gespielt. Vielleicht haben wir deswegen das ein oder andere Spiel unnötig verloren. Jetzt sind es ZMs geworden. Könnt ihr auch alle noch daran erinnern, der Weggang von Aaron Hunt hat so eine kleine Lücke auf der 10er-Position gelassen. Natürlich spielt er jetzt Holtby, aber den schieben wir wieder nach hinten für Ekdal ins zentrale Mittelfeld. Und da kommt Ekdal raus und für ihn spielt natürlich Halilovic, denn der ist zurück von seiner Leihe und ab sofort gesetzt in dieser Position. Holtby dahinter, Wolles auf der anderen Seite, Müller, Kostic und so weiter. Ihr seht es ja selbst. Martinez entwickelt sich sehr, sehr gut. Baku ist auch
nah dran an der ersten Mannschaft. Da wird es auch im Laufe der Saison noch die ein oder andere Umstellung geben. Lasogga ist zurückgekehrt von seiner Leihe. Aber mit dem plane ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben zwei bessere Stürmer, der wird hoffentlich verkauft. Im Allgemeinen ist der Kader immer noch mega super duper riesengroß und man hofft, dass sich jetzt vielleicht ein paar Spieler verkaufen. Das Budget ist natürlich ein bisschen angestiegen auf jetzt 30 Millionen Euro. Es ist Zeit, neue Spieler zu holen. Drei Spieler verlassen den HSV. Einmal Mustafa Batuhan Altinash. 1,35 Millionen Euro. Sven Shiplock geht zu Malaga. Und Sakai, unser Stammrechtsverteidiger, zu KRC Genk. War aber tatsächlich geplant. Die Rechtsverteidigerposition war unsere schwächste. Ist sie natürlich jetzt immer noch. Aber ich möchte mit dem dazu gewonnenen Geld jetzt den neuen Jungen für da hinten holen. Jetzt sieht es so aus, als würde Bobby Wood den HSV verlassen. 18,3 Millionen Euro. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. 11,5 Millionen Euro ist sein Marktwert. Hier ist die Bestätigung. 15 Millionen bekommen wir. Ein neuer, richtig, richtig guter Stürmer steht uns bestimmt gut zu Gesicht. Wir haben ja jetzt schon 62 Millionen Euro angehäuft. Wir haben ja immer noch keinen Rechtsverteidiger. Der Ersatz für Sakai da hinten drinnen. Callum Chambers könnte es jetzt natürlich werden. Aber nein, er wurde es tatsächlich nicht. Es wurde Elvedi. Nico Elvedi hat mich für ihn entschieden, weil er ganz Stückchen günstiger war und natürlich viel, viel weniger Gehalt haben möchte. Weil Chambers spielt in der Premier League und da bekommen die alle einfach so viel mehr Kohle. Ich weiß, er ist eigentlich ein Innenverteidiger, kann aber auch rechts hinten spielen. Und genau da werde ich ihn einsetzen. Hat jetzt eine 76, hat ein 84er Potenzial. Also wird uns noch viel Spaß bereiten. Was mir während dieser Sprint to Glory vor allem auffällt, ist, dass es insgesamt viel, viel mehr Transfers gibt. Finde ich eine gute Entwicklung. Ich denke, das kommt vor allem dadurch, dass jetzt auch Spieler außerhalb der Transferphase gekauft und verkauft werden. Schaut euch das an. Dolberg spielt hier bei Brighton, Correa bei Newcastle. Klar, Sanabria und Silva sind noch beim gleichen Verein, aber Vietto einfach bei Everton. Also es tut sich schon ein bisschen mehr in der Welt des Fußballs hier. Gefällt mir. Angel Correa für 35 Millionen oder André Silva für gerade mal 20 Millionen Euro. Aber da darf man nicht vergessen, hier ist noch André Hahn mit dabei. Der hat einen Marktwert von ungefähr 10 Millionen Euro. Kommen wir da auch wieder auf ganze 30. Nichtsdestotrotz kommt uns André Silva günstiger. Deswegen werde ich auch versuchen, ihn zu bekommen. Vor allem, weil es so schwer ist, Spieler loszuwerden. Wenn es hier schon mal geklappt hat mit André Hahn, dann möchte ich das nicht wieder kaputt machen. Dafür werde ich dann wahrscheinlich Lasogga ganz einfach behalten. Und da ist er auch schon in der Mannschaft. André Silva, 80er Gesamtstärke, 86er Potenzial, ein richtig, richtig guter Spieler. Und wie ihr seht, Lasogga ab sofort auf der Ersatzbank. Ich habe aber immer noch 30 Millionen Euro. Was ist nur los hier? Köln kauft für 15 Millionen Euro Nikolai Müller und Gideon Jung ist verkauft. Geht zu Hannover, 7,8. Den Typen sollte mittlerweile jeder kennen. Angel Gomez, 89er Potenzial. Spieler von Manchester United, 17 Jahre jung. Für gerade mal 3 Millionen habe ich den gerade gesnackt. Hat natürlich jetzt nur eine 68er Gesamtstärke, aber der kommt schon noch. Und er ist auch nur absoluter Backup-Spieler fürs ZDM und natürlich auch die 10er-Position. Quasi der Ersatz für Gideon Jung. Verkauf von Nikolai Müller ist bestätigt. Wir bekommen 12 Millionen Euro und haben, jetzt passt mal auf, 43. Natürlich müssen wir noch ein bisschen verschieben, weil Gehaltsbudget kann man auch immer brauchen. Ungefähr 40 Millionen Euro für einen neuen Spieler. Wir bräuchten da eigentlich schon einen recht guten für das rechte Mittelfeld. Schaut euch mal an, wo Julian Brandt spielt. Bei Atalanta oder Pulisic, jetzt bei Arsenal. Also es geht schon gut ab mit den Transfers. Saugeil. Auch wenn es nicht immer sinnvoll ist, wie Brandt bei Atalanta, aber das ist mir vollkommen gleich. Von den ganzen Spielern bleibt eigentlich nur Denis Suarez und da bin ich jetzt schon bei den Vertragsverhandlungen. Wird das also wohl unser neuer Flügelspieler? Genau so ist es. Er verdient immerhin 115.000 Euro pro Woche, der neue Top-Verdiener, davon kannst du ausgehen. Aber er ist schon eine krasse Verstärkung. 82er Gesamtstärke, der neue beste Spieler im Team. Auch er ist variabel einsetzbar und hat noch gut Potenzial. Ich glaube, eine 87. Es geht schon langsam voran hier mit dem HSV. Das war's dann aber wohl auch mit der Transferphase. Schaut euch mal die Top-Transfers an. Aubameyang zu Paris Saint-Germain, schon ein bisschen realistisch. Pilotti für 91,9 zu Real Madrid und Boateng zu Arsenal. Es ist sowas von was los hier. Wen hat Bayern geholt? Corona, Vertonghen und Perisic. Jetzt kauft noch Real Madrid Ilkay Gündogan. Wir müssen mal vor allem schauen, wen die Bundesliga-Clubs holen. Augsburg hat einfach 36,7 Millionen Euro ausgegeben. Wie soll das bitte gehen? Usami und Schmidt verkauft. Kluivert, Odriozola, Toledo, Iheanacho und Ake eingekauft. Das sind alles mega krasse Talente. Wolfsburg gönnt sich gut. Union Berlin mittlerweile in der ersten Bundesliga. Bei Gladbach ist auch brutal was los. Leverkusen verkauft für insgesamt 160 Millionen Euro. Aber am besten finde ich an den BVB. 200
110 Millionen Euro einfach mal reinbekommen, die halbe Mannschaft verkauft und dann nur für 21 eingekauft. Besonder Holgert und Karamanos. Aber es tut sich wenigstens was. Ich finde das richtig, richtig geil. Habe jetzt übrigens beschlossen, in der zweiten Saison etwas auszuprobieren. Und zwar werde ich die gute alte Kalendersimulation wieder anschmeißen. So wie ich es in FIFA 17 auch immer gemacht habe. Und dann gehen damit halt die Transferangebote unter der Saison. Aber es ist ja immer noch eine Sprint to Glory. Das soll ja ein Sprint sein und nichts, was 100.000 Jahre dauert. Ich teste es jetzt einfach mal mit dieser zweiten Saison, was das für Auswirkungen überhaupt hat. Vielleicht bekommen wir ja nur irgendwie zwei Angebote und dann ist es so egal. Das Jahr 2019 bricht herein. Ich möchte euch gerade nochmal meine Situation so ein bisschen erläutern. Ich nehme jetzt schon 3 Stunden auf und habe gerade mal 1,5 Saisons durch. Bedeutet 3 Saisons würden 6 Stunden bedeuten. Wenn es so weitergeht, dann ist Sprint to Glory einfach nur eine Sache, die ich vielleicht einmal im Monat bringen kann und das war's. Jetzt aber zurück zum Wichtigen. Wo sind wir in der Tabelle gelandet? Ein 87er Manager-Rating bedeutet eigentlich ganz Gutes. Wir sind 8er. So viel besser als letztes Jahr. Jetzt schon 21 Punkte. 6 Spiele gewonnen, 3 Unentschieden, 7 Niederlagen. -1 Torverhältnis. Bayern ist endlich wieder vorne. Unglaublich. Gladbach, der letztjährige Meister, 7er. Und der zweite, Köln, ist jetzt 6er. Veränderung wird hier groß geschrieben. Bin gerade so ein bisschen durchgegangen. Das sind die einzigen 2 Transferangebote, die wir verpasst haben. Also das geht schon irgendwie für Mikkel und für Tatsuya Ito. Naja, also ich glaube, ich werde das weiterhin so machen. Wie gesagt, lasst gerne eure Meinung unten in den Kommentaren da. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass wir einen Haufen Spiele haben, bei denen der Vertrag ausläuft. Na, zum Glück habe ich es noch gemerkt. Deutet aber jetzt für mich auch wieder einiges an Arbeit. Let's go. Ein 1/2 Jahr war da und jetzt ist er schon wieder weg. La Soga, dieses Mal aber keine Leihe, sondern ein Verkauf für 11 Millionen zum FC Malaga. Er ist einfach nicht gut genug für den neuen HSV. Ab sofort ist Martinez mein Ersatzstürmer, also nicht mehr fürs rechte Mittelfeld ausgewiesen. Mit dem neuen Geld sollte ich uns dann aber wohl jetzt einen neuen rechten Mittelfeldspieler holen, also einen Ersatzspieler für Dennis Suarez, falls der mal ausfällt oder nicht fit ist oder was weiß ich was. So ein Backup braucht man schon. Halt, stopp, die haben den Trainer bei Bayern geupdatet. Rechts drüben steht jetzt nicht Ancelotti, sondern es steht da Willi Sagnol. Wie geil ist das denn bitte? Ich müsste da mittlerweile jetzt Jupp Heynckes stehen, aber vielleicht kommt das ja auch noch mit einem Patch. Carlos Alenia, wer will denn mal wieder beim FC Barcelona B? Der hat einen Wert von 13 Millionen, aber eine Freigabesumme von gerade mal 11,1 Millionen Euro und da muss ich natürlich zuschlagen. Wir zahlen zum allerersten Mal, mache ich das jetzt in FIFA 18, die Freigabesumme von 11,1 Millionen Euro. Selbst schuld, wenn man dann keinen neuen Vertrag aushandelt. Und dann ist das Ding auch durch und schon haben wir unseren neuen ersatzrechten Mittelfeldspieler Carlos Alenia. Der dritte Spieler schon, den ich von FC Barcelona B hole. 76er Gesamtstärke, ist ein ZM, aber er kann im rechten Mittelfeld spielen. Und so variable Spieler sind im Allgemeinen ja immer ganz gut. Ihr werdet es nicht glauben. Eigentlich war Philipp Kostic schon verkauft an Sevilla, ich glaube für knappe 40 Millionen Euro. Also da habe ich einiges rausgeholt. Da steht jetzt auch schon wieder irgendwas von einer Leihe. Es war keine Leihe. Auf alle Fälle kommt es scheinbar nicht zustande, was schon auch ein bisschen schade ist. Klar, Kostic ist einer der besten Spieler, aber was damit halt wieder möglich gewesen wäre. Wir haben schon wieder so einen Fall. Christian Früchtl, Wert von 4,2, Freigabesumme von 2,6. Natürlich muss dieses Schnäppchen gemacht werden. Wir brauchen ja sowieso einen guten Ersatztorhüter, der gerade für die Zukunft dann auch herhalten kann. Da kann ich Pollersbeck verkaufen. Aber das wurde leider nichts, weil ich nicht genügend Geld habe für sein Gehalt. Oh Mann, das ist gar nicht toll. Aber vielleicht kann ich das ja irgendwann später in der Saison noch machen. Also nach der Transferphase. Dann kommt er zwar erst später zu uns, aber ist ja vollkommen egal. Weil ein bisschen Geld bekommt man ja im Laufe der Saison dann doch immer dazu. Und genau das können wir dann einsetzen. 12. Juni 2019. Die Saison ist beendet. Keine Angst, ich habe das mit Früchtl nicht vergessen. Nur eine 69er Trainerbewertung. Aber wir sind 12. Okay. Doch nicht so gut, wie ich es ehrlich gesagt erwartet hätte. Nur 41 Punkte irgendwo im Mittelfeld. So wie die Mannschaft aussieht, ist sie doch mittlerweile zu höheren Berufen. Viele richtig gute Spieler, vor allem Dennis Suarez mit einer 85. Kann es doch nicht sein. Ich verstehe es nicht so ganz. Vielleicht ist der automatische Trainer schuld. Dann auch schnell den Deal mit Früchtl klar machen und damit ist er auch im Kader. Also bald im Kader, wenn halt dann die neue Saison losgeht. Wir haben uns die anderen Wettbewerbe ja gar nicht angeschaut. Wie sieht es denn mit dem Pokal aus? Immerhin Halbfinale. Gegen den Sieger Mainz rausgeflogen. Kein Bayern, kein Dortmund. Die Champions League gewinnt Manchester United im Finale gegen Bayern München und dann noch die Europa League. Hoffenheim! Was ist hier denn los? Hoffenheim gegen Lyon. Ja, 3 beim HSV. Das Team entwickelt sich immer weiter unseren Vorstellungen entsprechend. Santos, Papadopoulos, Holtby, Wallace, Kostic sind die einzigen Spieler, die am Anfang schon dabei waren. Halilovic mehr oder weniger, der war halt ausgeliehen. Also so viel haben wir gar nicht verändert an der ersten Mannschaft, muss man auch mal ehrlich sagen. Der Kader ist immer noch so dermaßen riesengroß. Ich muss mal ein paar Spieler verkaufen, also so Talente, weil letztendlich werden die eh nie so gut sein, dass die mal wirklich spielen. Aber verkaufen in FIFA 18 ist ja nicht so einfach, ne? Habt ihr auch schon mitbekommen. Ich wollte so richtig auf den Putzer und es ist mir gelungen. Dani Kiba.
Ceballos. Von Real Madrid verdient jetzt immerhin 140.000 Euro. Das ist schon einiges. Ich musste irgendein Angebot machen. Ich habe den Spieler noch nicht gescoutet. Und ich wollte nicht, dass er davonläuft. 83er Gesamtstärke. Verstärkt unser zentrales Mittelfeld. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich jetzt Wolles oder Holtby rausnehmen möchte. Holtby hat, glaube ich, weniger Potenzial. Deswegen lasse ich Wolles jetzt mal noch drinnen. Das Team wird besser und besser, meine Damen und Herren. Jawohl, ich habe Merkel Maffrey verkauft. Und das freut mich sehr. Der ist mittlerweile 33. Unser bester Ersatz in Verteidigung. Wir brauchen unbedingt einen neuen. Hat immerhin noch 2,5 Millionen Euro eingespielt. Außerdem ist Vitinho verkauft. Hat nie wirklich einen Platz in der Mannschaft gefunden. Und jetzt hat Valencia ein richtig gutes Angebot gemacht. 19,6. Ich finde es halt blöd, dass man dann immer nur so wenig Geld bekommt. 15,2 bekommen wir. Dayo Upamecano spielt jetzt beim HSV und ist der Ersatzmann in der Innenverteidigung anstelle von Maffrey. Ist, denke ich mal, ein ganz guter Deal. 11,7 oder sowas hat er gekostet. 75er Gesamtstärke soll für ein bisschen Konkurrenz vielleicht sorgen, wobei er ist schon ein Stückchen weg von den anderen beiden. Von Anfang an ist er schon dabei. Douglas Santos, jetzt wechselt er zu Real Sociedad. 17,7 hat er gekostet. Und damit ist klar, wir brauchen einen neuen Linksverteidiger. Wir haben einen neuen Außenverteidiger. Er kann rechts und links spielen. Ist ein Deutscher und hat mal bei Bayer Leverkusen gespielt. Also in der Realität spielt er immer noch bei Bayer Leverkusen. Hier allerdings kommt er von Liverpool. Da war er zwischenzeitlich. Es handelt sich natürlich dabei um Benjamin Henrichs. Wo ist er? Auf der Ersatzbank 80er Gesamtstärke. Ab sofort links hinten. Da kann beides spielen. Von daher, warum nicht da drüben einsetzen? Geld reicht jetzt erstmal für gar nichts mehr. Der Transfer Deadline Day ist erreicht und es sind so krasse Transfers mal wieder passiert. Mbappé für 110 Millionen zu Juve. Das ist noch nicht alles. Sanchez für den gleichen Betrag. Der 300.000 Unterschied zu Real Madrid. Und Tielemans immerhin für 75 zum AS Rom. Hövedes ist zu Gladbach gewechselt. Alles klar. Und auch die anderen Vereine gehen wieder richtig ab. Der BVB verkauft sein ganzes Team. Das kennen wir ja schon so. Hoffenheim holt sich Chiovinco. Auch richtig geil. Schaut es euch einfach selber an. Es ist richtig cool, was hier an Transfers geht. Aber man fragt sich schon, woher Frankfurt bitte 60 Millionen Euro hat. Noch eine Nachmeldung. Süle geht zu Monaco. Bayern hat sich Barkley und Martins gegönnt. Escudero verkauft Coman und Costa. Unser Team sieht so aus. Mittlerweile bis auf die Rechtsverteidigerposition alle Spieler. Oh, ZDM Wallace. Mit einer mindestens 81er Gesamtstärke. Auf der Bank haben wir viele talentierte Spieler. Barco zum Beispiel. Den könnte ich eigentlich mal reinstellen hier ins ZM für Wallace. Der kann die Position ja auch spielen, von daher. Es bleibt übrigens dabei. Ich kann die meisten von diesen Spielern nicht verkaufen. Ich kann sie einfach nicht verkaufen. Ich nehme immer wieder Angebote an. Immer wieder. Und dann steht immer da, dass sie sich nicht einigen konnten, dass es zum Stillstand gekommen ist und so weiter. Nervt mich schon so ein bisschen. Auf ins nächste Transferfenster. Und wo stehen wir in der Tabelle? Bundesliga-Tabelle. 3, 2, 1. Wir sind Erster. Hau mir ab. Was ist denn bitte los? Das überrascht mich jetzt schon richtig fett. 14 Siege, 0 Unentschieden und nur 2 Niederlagen. Was geht denn bitte mit diesem Team hier ab? Bayern ist Zweiter, Dortmund Dritter. Das ist so ein bisschen erwartet. Klar ist es jetzt eine starke Mannschaft. Die hat sich ja entsprechend entwickelt. Vor allem Suarez. Aber dass wir gleich Erster sind. Also mir gefällt es natürlich ganz gut. Hä? Ich möchte Sie darüber informieren, dass Gianluca Walcheminde unseren Verein verlassen hat, nachdem ein Wechsel zu Darmstadt vereinbart worden war. Okay, alles klar. Ich meine, den wollte ich sowieso verkaufen. Von daher nicht ganz so schlimm. Ich frage mich ja, ob er jetzt noch da ist oder ob der direkt schon weg ist. Nein, der ist weg. Okay, das ist interessant. Endlich habe ich mal irgend so einen Vogel verkauft. Mats Köhlert für 1,45. Und Nico Elvedi, man mag es nicht glauben, unseren aktuellen Rechtsverteidiger. Das Angebot kam mir aber ehrlich gesagt sehr, sehr recht. Das ist die schwächste Position. Und aus meiner Sicht das Offensichtlichste, wo man einfach nachlegen muss. Wir kaufen uns einen neuen, richtig guten Rechtsverteidiger. Los! Sorry, es wird jetzt einfach Tin Jedwa. Ich habe 97 verschiedene Rechtsverteidiger versucht, die mir alle besser gefallen hätten. Hier ein paar Beispiele. Aber es klappt einfach bei keinem. Die sind alle viel, 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 viel zu teuer. Jedwa hat immerhin eine 80er Gesamtstärke. Ist schon wieder so ein Spieler, der eigentlich Innenverteidiger ist, aber halt auch rechts spielen kann. Und jetzt hat jeder Spieler im Team mindestens eine 80. So sollte man doch Meister werden können, oder? Was meint ihr? Die Top-Transfers, ich feiere sie einfach. Von Real Madrid wechselt Kovacic zu Manchester, Sanabria zu West Ham und Titi zu Liverpool. Wir haben jetzt noch 3 Stunden übrig und durchaus noch, ja, 7,51 Millionen. Natürlich jetzt nicht mega viel Kohle, man kann jetzt keinen klasse Spieler holen, aber vielleicht schon Talent oder so. Wir wollen das Geld ja nicht verschwinden lassen. Wer von euch kennt Alias Abucha-Bakr von Leipzig? Der ist 19 und hat hier einfach eine Freigabesumme von 1,75 Millionen Euro. Ich weiß jetzt seinen wahren Marktwert nicht, aber der Typ hat ein 85er Potenzial und dementsprechend hat der mit Sicherheit mittlerweile einen höheren Marktwert. Wir machen also den nächsten ganz ordentlichen Deal. Und da ist er, 71er Gesamtstärke, natürlich jetzt noch absolut kein Spieler für die erste Mannschaft oder irgendwas in der Nähe, aber für die Zukunft so als kleine Geldanlage, warum nicht? Mittlerweile wird 2020, ich bin wieder fett nach vorne gesprungen und die Frage ist ja jetzt, sind wir Meister geworden oder nicht? Alles andere als unter den Top 5 wäre
Karriere eine Enttäuschung. Wir wurden Zweiter, nur 2 Punkte hinter Bayern. Ich weiß gerade nicht, ob ich das jetzt schade finden soll oder mich freuen soll. Nichtsdestotrotz, wir haben einfach 18 Punkte mehr als der Dritte, als Dortmund. Zweikampf mit Bayern München, hoffentlich auch in der nächsten Saison. Dann entscheiden wir es aber für uns. Wir sind schon in der nächsten Saison und dann sehe ich, dass wir im Supercup gegen Bayern ran müssen. Ich habe gar nicht nachgeschaut, wer den DFB-Pokal vorhin gewonnen hat. Wir können es natürlich nur nachvollziehen, indem wir hier auf meine Karriere klicken. Saison 19-20 sollte das gewesen sein. Und im deutschen Pokal waren wir wohl nur im Halbfinale, haben also leider nicht gewonnen. Okay, komisch, dass wir dann trotzdem gegen Bayern ran dürfen. Vielleicht haben wir einfach beides gewonnen, weil wir dann Zweite in der Liga sind. Deswegen spielen wir im Supercup gegen die. Das macht doch Sinn. Unser Budget zur neuen Saison ist auch wieder drastisch gestiegen. Mittlerweile 57 Millionen Euro. Damit kann man shoppen. Wahrscheinlich schon wieder ein Rechtsverteidiger, weil das immer noch die schlechteste Position ist. Das muss ich euch jetzt einfach mal kurz zeigen. Barcelona möchte Dennis Suarez zurückhaben. 75 Millionen Euro bieten sie für den. Ich werde ihn aber für unter 100 auf keinen Fall ziehen lassen. Und sie nehmen es an. 115,3 Millionen Euro. Das hier könnte mein erster Transfer in FIFA 18 von über 100 Millionen Euro sein. Schauen wir mal, ob es durchgeht. Und es ging tatsächlich durch. 115 Millionen Euro. Aber es ist ein Witz. Man bekommt nur 96 Millionen. Es ist echt ein Witz. Warum bekommt man immer so wenig Geld? Was veranstalten die mit dem Rest? Das sind einfach 18 Millionen, die uns jetzt flöten gehen. Trotzdem haben wir ein Budget von 160 Millionen Euro. Ich würde mal sagen, ein neuer rechter Mittelfeldspieler kann kommen. Bernardo Silva oder Marco Asensio. Und es ist so dermaßen einfach. Denn der hat eine Freigabesumme von 103 Millionen. Sein Marktwert ist höher. Und die werden wir denen auch niemals für weniger geben. Deswegen einfach die 103 Millionen zahlen. Und dann können wir direkt mit ihm verhandeln. Ist schon praktisch. Mach mal solche Freigabesummen. Marco Asensio wäre schon so ein Traumspieler für die Position. Geld verdiene natürlich ganz gut. 430.000 Euro. Der kostet uns so viel Geld, aber das ist es wert. Der hat eine 91er Gesamtstärke und ein 92er Potenzial. Das heißt, er wird wahrscheinlich sogar noch ein ganz kleines bisschen besser. Mit Jatta rechts draußen können wir bestimmt nicht spielen. Auf geht's, Marco Asensio. Du bist jetzt ein Spieler des Hamburger SV. Ich sage euch eins, jetzt wird fett verkauft. Alen Halilovic zu Atletico Madrid für 47. Wallace für 22,3 zu Real Sociedad. Und jetzt kommt der absolute Hammer. André Silva für 110 zu den Wolves. Keine Ahnung, woher die so viel Geld haben. Aber auch das ist wieder mal ein guter über 100 Millionen Euro Deal. Und der neue Stürmer ist gefunden. Ihr werdet ihn wohl schon erkannt haben. Gabriel Jesus. Für gerade mal 98 Millionen Euro kommt er von Manchester City. Und ersetzt damit André Silva. Es wird nicht Martinez spielen. Er spielt natürlich der liebe Brasilianer vorne drinnen. Ein Traumduo allein jetzt schon mit Asensio und Jesus. Können wir unseren allerersten Pokal gewinnen mit Hamburg gegen Bayern? Ist natürlich ein Auswärtsspiel. Interessante Bayern-Mannschaft mit Vertonghen in der Innenverteidigung. Ein Philips spielt, Perisic, Barkley. Also da ist auf alle Fälle einiges passiert. Es gibt eine 3:2 Niederlage. Aber ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Neuer Ersatzstürmer. Ay, hier, Nacho. Ich schieb in meinem Kader immer so ein bisschen rum. Jetzt habe ich Martinez auf die rechte Seite rübergeschoben. Also kein Stürmer mehr quasi. Und dafür Ay, hier, Nacho geholt. Damit wir in der Hinterhand auch einen sehr guten Stürmer haben, falls Jesus mal nicht kann. Noch ein neuer Spieler. Kai Havertz. Kommt von Bayer Leverkusen, sehr, sehr talentiert. Ist jetzt der Ersatzmann für Martinez. Vielleicht wird er ja eines Tages besser sein. Kostic hat auch nur eine 82. 15 Millionen Euro habe ich noch. Wir haben noch eine Stunde Transferzeit und eigentlich habe ich gerade Holtby verkauft. Da seht ihr es, für 18 Millionen Euro. Aber die Transferphase ist gleich vorbei. Ich glaube, ich lasse die jetzt einfach runterlaufen und verpflichte dann für die nächste Saison einen neuen Spieler. Nein, weil die Transferverhandlungen mit Holtby zum Stillstand gekommen sind und deswegen bleibt er da. Barco möchte noch jemanden kaufen. Also ich werde das Geld schon noch irgendwie ausgeben, ihr seht es ja dann. Wir sind jetzt dann auch zum allerersten Mal in der Champions League dabei, ja. Saison 4 ist zur Hälfte abgeschlossen. Wir sind in der zweiten Transferphase und jetzt interessiert uns natürlich unsere Platzierung in der Liga, aber auch wie wir in der Champions League abgeschnitten haben. Wie lange war der HSV bitte schon nicht mehr in der Champions League? Waren die überhaupt schon mal in der Champions League? 2:0 auswärts bei Dortmund gewonnen. Wir sind Dritter, okay. Aber nur 2 Punkte hinter Bayern. Hoffenheim noch vor uns. Man kann damit einigermaßen zufrieden sein, auch wenn ich natürlich Besseres erhofft hatte. Im Pokal sind wir leider raus. Da gibt es auf alle Fälle keinen Titel. Achtelfinale gegen Gladbach. Und dann noch der wohl wichtigste Wettbewerb, die Champions League. Wo sind wir da? Wir sind weit gekommen. Wir spielen im Achtelfinale gegen Juventus Turin.
Turin. Ganz einfach, weil wir Zweiter wurden in der Gruppe hinter Paris Saint-Germain. Aber auch das ist aus meiner Sicht ein gutes Ergebnis, da kann man jetzt nicht groß rummeckern. Schaut euch mal das an, Jack Butland, Boateng und Coutinho auf einem Bild bei Liverpool. In dieser Transferphase werde ich recht simpel vorgehen, wir haben nicht mehr so viel Geld, 15 Millionen um den Dreh rum. Heißt, ich warte einfach erstmal ab bis zum Ende, ob überhaupt was passiert, ob wir ein Angebot bekommen und dann werde ich das Geld quasi direkt bei dem nächsten Transfer mit einbinden. Ansonsten hole ich einfach irgendein Talent. Spieler des Jahres wird schon wieder Eden Hazard. Keine Ahnung, was EA mit dem hat. Ich habe den ersten Spieler verkauft. Marc Cucurella, 25 Millionen Euro, 20 bekommen wir. Er hat irgendwie einen Marktwert von 13 Millionen oder so. Also aus meiner Sicht schon ein guter Deal. Den haben wir auch schon von Beginn an, aber gefühlt hat er nie in die Mannschaft gefunden. Aktueller Top-Linksverteidiger ist ja Henrichs. Jetzt ist die Frage, ob ich eher einen Rechtsverteidiger hole oder einen Innenverteidiger. Und wir brauchen halt irgendeinen Ersatzspieler für die linke Seite, weil dieser Seo Jung, ja, er reicht mir auf keinen Fall aus. Jetzt hole ich am besten erstmal den Ersatz-Linksverteidiger. Der neue Mann heißt Blas Riveros, ehemaliger Spieler vom FC Basel. Der werden ihn wahrscheinlich die meisten herkennen. Also in der Realität spielt er immer noch bei Basel. Bloß er dem Spiel war, glaube ich, bei irgendeinem spanischen Verein. Hat eine 77er Gesamtstärke, also kein großartiges Downgrade. Und ein 84er Potenzial, also als Ersatz-Linksverteidiger reicht es vollkommen. Ich habe Tin Jedwai verkauft. Der war jetzt auch gar nicht so lange dabei. Für 35,4 Millionen Euro. Jetzt haben wir einiges an Kohle für den neuen Rechtsverteidiger. Insgesamt sind es fast 50 Millionen. Und das werde ich jetzt alles in den neuen RV investieren. Ich könnte jetzt Joshua Kimmich per Vorvertrag verpflichten, aber wir haben es ja immer so gemacht, dass wir in Sprint to Glories keine Vorverträge verwenden, weil die ja so dermaßen overpowered sind. Ich glaube, das sind sie auch in FIFA 18 noch. Deswegen werde ich versuchen, ohne das auszukommen. Schaut euch das mal an. Transferbudget links oben 0, Gehaltsbudget links oben 0 und jetzt haue ich das Angebot raus und jetzt wird er wieder irgendeinen anderen Vorschlag machen. Genau, und das kann ich mir eigentlich leisten. Jetzt steht da minus 18.000 Gehaltsbudget und ich kann das auch nicht raushauen. Also wird es wohl nichts werden mit Semedo. Ehrlich gesagt wurde es jetzt nur die Notlösung. Theo Hernandez. Ich war an so vielen Spielern dran, aber alle haben viel zu viel verlangt. Auch die da alle. Ich könnte noch verhandeln, ich weiß. Aber das ist einfach so viel Geld, das haben wir nicht. Und die Schlauen werden auch bemerkt haben, hey, das ist ja gar kein Rechtsverteidiger. Genau, wir stellen nämlich einfach Dalot hier raus. Und dann tauschen wir Hernandez und Henrichs und schon spielt Henrichs auf seiner gewohnten rechten Seite. Und damit sind die Transfers abgeschlossen. Das Team sieht richtig gut aus. Ich habe nochmal minimal durchgetauscht. Havertz jetzt rechts drüben, kein Kostic mehr in der ersten Mannschaft. Links spielt dafür jetzt Asensio und Martinez geht ins offensive Mittelfeld. Ich sehe gerade, der einzige Spieler vom Anfang, der noch in der Startelf ist, ist Papadopoulos. Der ist sogar Kapitän. Aber ich fürchte, den werden wir hoffentlich auch noch bald austauschen können. Denn wir sind ja jetzt in der Champions League und ich fürchte, damit können wir die noch nicht ganz gewinnen. Wobei es natürlich schon eine richtig starke Mannschaft ist. Schauen wir mal, wie es gegen Juve laufen wird. Zunächst spielen wir zu Hause. Leider ist Diop verletzt, deswegen fand Drongelen in der Innenverteidigung. Mbappé, der hier bei Juventus Turin spielt, erzielt das 1:0. Barco gleicht aus. Das ist so cool, wie sich die Mannschaften hier entwickeln. Ja, Mustafi, Sergi Roberto, Bernardeschi und Dybala und Mbappé sind halt richtig, richtig stark. Urishino auf der Bank, Sturaro, Koke, 2:1 liegen wir hinten. Das wäre gar kein gutes Ergebnis. Mbappé sogar noch mit dem 3:1. Also ich fürchte, unsere Defensive ist einfach nicht stark genug. Das wird es dann wohl gewesen sein mit unserer allerersten Champions League beim HSV. Van Drongelen spielt schon wieder, für alle, die sich wundern, was mit Upamecano ist. Der ist auch verletzt. Diop und Upamecano beide verletzt. Ist natürlich bitter. Wir führen tatsächlich 1:0. Kibaya so mit dem 2:0. Wir haben eine Chance, Jungs. Wir haben eine Chance. Noch ein Tor. Ein 2:0 würde natürlich nicht reichen. Das würde das Ausscheiden bedeuten. Mbappé, Barco, 3:1 ist die Verlängerung. Wenn es so weitergeht, tatsächlich. Es gibt die Verlängerung. Spinazzola direkt mit dem 2:3. Wir brauchen ein Tor, Jungs. Ein einziges Tor macht es. Havertz mit dem 2:4. Und wir sind eine Runde weiter, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Wir haben noch ein Auswärtstor mehr. Das ist die gleiche Differenz. Also wenn mich nicht alles täuscht, sind wir gerade auswärts bei Juventus Turin weitergekommen. Genau, in der nächsten Runde geht es wieder gegen einen italienischen Verein, dieses Mal Inter Mailand. Haben die vielleicht doch was an dem Algorithmus verändert? Jetzt hat zweimal die Auswärtsmannschaft gewonnen. Auf geht's in Richtung Halbfinale. Nach dem Sieg gegen Juventus Turin halt jetzt wirklich alles für möglich. Direkt auch das Tor für uns durch Asensio. Wir schauen uns wieder die Mannschaft an. Die haben Rojo, die haben Driussi, Joao Mario, Player, André Schürrle auf der Bank. Vestergaard. Auch da hat sich einiges getan. 1:0 auswärts wäre schon ein ganz gutes Ergebnis. Damit wäre ich zufrieden. Wir gewinnen 2:0. Wie krass ist das denn bitte? 2 Auswärtstore. Das wird richtig schwer für Inter Mailand. Eine Woche später in Hamburg das Rückspiel. Dalot spielt hinten rechts, weil Henrichs gesperrt ist. Hat ja im Hinspiel eine rote Karte bekommen. Und mich beschleicht so langsam das Gefühl, dass sie doch irgendwas getan haben am Algorithmus. Das kann es doch einfach nicht sein. Ich habe jetzt zweimal in Folge in der Champions League das Auswärtsspiel gewonnen. Martinez mit dem 1:0, das können die nicht mehr aufholen. Das können die nicht mehr schaffen und es geht 1:0 aus. 2 Siege, 2:0. Obwohl unsere Abwehr nicht die beste ist. Wir sind im Champions League Halbfinale. Was ein Spiel. Halbfinale ausgerechnet gegen Real Madrid. Ich bin sehr gespannt auf
ihre Mannschaft. Wer spielt da mittlerweile so? Perrin im Tor, die machen direkt in der zweiten Minute das 1-0. Sanchez, das ist der Chilene, Belotti, Bale, Llorente, Kroos, Casemiro, Shaw, Varane, Marquinhos. Auf der Bank noch Aguero, Hummels, Fährmann, Klein. James Rodriguez ist zurückgekehrt. 2-1 steht's jetzt. Das Ergebnis wäre okay, also 2-1 definitiv kein Weltuntergang, wenn man auswärts spielt. Das geht 2-1 aus, okay. Falls sich jemand wundert, wo Barco im ersten und jetzt auch im zweiten Spiel ist, der fehlt leider verletzungsbedingt. Theoretisch bräuchten wir nur ein einziges Tor und dann so ein 1-0-Sieg. Jawohl, Martinez würde die nächste Runde bedeuten. Jetzt bloß kein Gegentor mehr bekommen. Sanchez mit dem Ausgleich. Jetzt brauchen wir wieder ein Tor, zumindest für die Verlängerung. Jungs, es ist nicht mehr lang zu spielen. Schießt das Tor, Asensio. Es wird wohl wieder in die Verlängerung gehen. Tatsächlich Ceballos mit dem 3-1. Aber wir dürfen auf keinen Fall ein Gegentor bekommen. Ein einziges Gegentor und es sieht richtig böse aus. Kein Gegentor. Unfassbar. Wir haben jetzt bekommen. Scheiße, ich habe das Gegentor gerade übersehen. Ich habe es übersehen und dann schaue ich nochmal genauer hin und dann hat Belotti in der 103. Minute das 3-2 gemacht und das bedeutet, wir sind raus. Oh, so dermaßen knapp. Das hätte direkt in der ersten Champions League Saison das allererste Finale werden können. Und damit halt möglicherweise auch das Ende dieser Sprint to Glory. Aber so brauchen wir auf alle Fälle noch mindestens eine Saison. Ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit nicht auf die Bundesliga-Tabelle geachtet. Das heißt, ich habe genauso wenig Plan davon wie ihr. Das Nordderby haben wir verloren und wurden am Ende schon wieder nicht Meister. Leverkusen war besser. 2 Punkte. Wieder nur Zweiter. Das kann es doch nicht sein. Wir haben immer noch keinen Titel gewonnen. DFB-Pokal. Wissen wir ja schon, dass wir im Achtelfinale rausgeflogen. Wolfsburg gönnt sich den. Die Champions League gewinnt am Ende auch. Real Madrid gegen Paris. Sascha Ramar können die sich durchsetzen. Und den Euroleague-Titel reißt sich der AS Rom unter den Nagel. Spätestens nächste Saison müssen einfach Titel her. Das kann es nicht geben. Jetzt also neue Saison, neues Glück. 73 Millionen Euro sollten dazu beitragen, dass wir unsere Mannschaft leicht verbessern können. Gerade in der Innenverteidigung mittlerweile muss Papa ausgetauscht werden. Direkt mal alle Verträge verlängert. Bis auf den von Zerzaliovic, der ist immer noch da. Keiner will ihn haben, seinen Vertrag kann ich nicht mehr verlängern. Das heißt, es wird wohl sein letztes Jahr jetzt sein beim HSV und auch das letzte Jahr seiner Karriere. Ja, toll, was das denn für ein geiler Bug. Der ganze Bildschirm ist schwarz und ich kann nichts mehr drücken. Jetzt hatte ich gerade so ein geiles Angebot für Eric Bailly ausgehandelt und jetzt wird das hier wohl nicht mal weitergehen, so wie es aussieht. Und ich habe jetzt nicht 100 Mal zwischengespeichert, also mal schauen, wo wir dann am Ende rauskommen. Ja, wir sind ganz einfach wieder am Anfang der Saison. Zum Glück habe ich keine großartigen Transfers getätigt, muss halt jetzt alle Verträge erneut verlängern, die ganzen Innenverteidiger neu verhandeln. Also für euch macht es wahrscheinlich keinen so großen Unterschied. Ich habe es getan, ich habe Rick van Drongelen verkauft für 17,5. Er hat in Anführungszeichen nur ein 82er Potenzial und es reicht damit nie so richtig für die erste Mannschaft. Wir wollen ja eh einen neuen Innenverteidiger kaufen. Ein bisschen zusätzliches Geld schadet da nicht. Außerdem ist Ezequiel Barco weg. Das ist der heftigste Transfer. 101 Millionen Euro. Der hat jetzt immer im zentralen Mittelfeld gespielt, also werden wir wahrscheinlich da eine Neuverpflichtung suchen. Eric Bailly wird akzeptiert. Ich habe diesmal direkt mit ihm verhandelt. Also beziehungsweise bin direkt zu Mourinho gegangen und habe gesagt, hey, ich möchte ihn haben, weil die haben vorher noch einfach das sinnvollste Angebot gemacht. Gerade mal 55 Millionen hat uns der gekostet. Dann 63 Millionen Euro Marktwert. Er hatte noch ein Jahr Vertrag. Vielleicht liegt es daran, dass er so günstig zu haben war. Ist natürlich jetzt der neue Stamminnenverteidiger, die Bank da hinten drin mit einer 89. Kurta Tolisso ist der neue zentrale Mittelfeldspieler des HSV. Und warum der? Ich habe auch mit einigen anderen Spielern verhandelt, aber er hatte einfach nur noch ein Jahr Vertrag und es scheint einen riesen Unterschied zu machen in FIFA 18, was die Transferablösesummen angeht. Der hat jetzt auch nur knapp über Marktwert gekostet, ich glaube 73 Millionen. Für einen 89er Spieler ist halt schon richtig gut. So, jetzt ist noch eine Stunde. Der FC Bayern einfach mal Pereira und Bakayoko als Tolisso-Ersatz geholt. Und eigentlich wollte ich die ganze Zeit noch einen Flügelspieler holen, weil wir haben da nicht gerade viele. Aber das Geld hat einfach die ganze Zeit nicht gereicht. Ich versuche es jetzt noch ein letztes Mal. Marcus Edwards, den wollte ich schon die ganze Zeit haben. Das Geld hat nie gereicht. Jetzt auf einmal haben wir ein Stückchen mehr bekommen. Keine Ahnung woher. Aber somit konnten wir in der letzten Stunde noch den Kader fertigstellen. 78er Gesamtstärke, ich glaube 89er Potenzial oder so. Also der Typ ist schon auch richtig krass. Damit ist die erste Transferphase gelaufen. Und ich bin sehr gespannt, wie wir uns in unserer Gruppe machen werden. Mit Monaco, Sevilla und Konyaspor. Also eigentlich müssen wir der Erster werden. Der Anspruch ist ganz klar, die Champions League zu gewinnen. Von daher schon wieder einige Monate vorbei. Und jetzt sind wir gespannt natürlich auf die Bundesliga-Tabelle, aber auch auf die Champions League. Wir sind Erster, jawohl. Wir müssen diesen Meistertitel einfach gewinnen. Mittlerweile sind wir reif dafür. DFB-Pokal.
der dumme DFB-Pokal. Gegen wen sind wir jetzt raus? Was ist denn das bitte? Du kannst doch nicht gegen die Würzburger Kickers rausfliegen. Wieso? Immerhin sind wir in der Champions League noch drin und im Achtelfinale geht's gegen Napoli. Das Ziel Gruppensieg wurde tatsächlich erreicht mit 0 Niederlagen. Knapp vor Monaco am Ende. Kennt ihr Arianit Ferrati? Der war am Anfang ausgeliehen, ist seitdem irgendwie im Kader immer so ein bisschen unterwegs. Und jetzt habe ich ihn endlich mal verkauft bekommen. 9 Millionen Euro bekommen wir. Vorher hatten wir gar kein Geld. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob ich es überhaupt ausgeben werde. Weil damit kannst du halt nicht wirklich eine Verstärkung verpflichten. Joa, ich lasse das Geld jetzt wirklich einfach rumliegen. Brauchen wir nichts Großartiges damit machen. Alle Mannschaften haben so viel Geld. Unglaublich. Zielinski gekauft von Florenz für 65. Bentaleb zu Napoli und Marquinhos zu City. Damit ist die Transferphase dann auch schon durch. Wer der Bremer hat Mendy gekauft, aber wohl nicht den Mendy, oder? Wir sind zu Gast in Neapel beim Champions League Achtelfinal-Hinspiel. Bei denen spielt Embolo, Forsberg, Unas, Jorginho, Bentaleb, Sillessen im Tor, Saul auf der Bank. Ist das der Saul? Das ist eine saustarke Mannschaft, jetzt mal ohne Mist. 1:1 steht's hier, 2:1 für uns am Ende. Ein 2:1-Sieg, ja richtig gut. Rückspiel ohne unseren besten Innenverteidiger Eric Bailly. Der fällt ganze 4 Monate aus. Also so gut wie die ganze restliche Saison, was schon super bitter ist. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1, also immer noch richtig knapp. Ein einziges Tor von Neapel. Und schon geht's in die Verlängerung, aber Ceballos macht das 2:1 für uns. Bräuchten die schon 2 Tore und das werden sie nicht schaffen. Genau, wir sind in der nächsten Runde. Immer gegen italienische Vereine, keine Ahnung wieso. Der Zufall entscheidet. 5 Minuten vorbei, wir führen 1:0 auswärts bei Milan. Azpilicueta haben die, Alexander Arnold, Donnarumma wird halt richtig stark sein. Didi, Gomez, Locatelli, Suso, Dietio. Ich liebe diese Transfers einfach. Hahn noch auf der Bank, ehemaliger HSV-Spieler. Asensio noch mit dem 2:0. Wir gewinnen 2:0 auswärts. Rückspiel. Upamecano tatsächlich von Anfang an. Beide Innenverteidiger können nicht dabei sein. Ansonsten ist eigentlich schon die beste Mannschaft am Start. Also mit Verletzungen bei Innenverteidigern haben wir schon irgendwie so ein wiederkehrendes Problem. Niang macht das 0:1. Hinspiel haben wir 2:0 gewonnen. Also ein Tor von Milan und schon heißt es Verlängerung. Jesus schießt den Ausgleich und jetzt denke ich, packen wir das. Jawohl, daheim und unentschieden. Die müssen was an dem Algorithmus verändert haben. Das kann es nicht sein. Und als nächstes heißt es, gegen Manchester United müssen wir ran. Mit Lukaku, mit Pogba, mit Martial. Alle noch dabei, aus wie Matic. Außenverteidiger Alba in der Innenverteidigung spielt Eric Dyer. Insigne haben sie noch auf der Bank. Bei uns muss Alenia rein. Dann liegen wir auch noch 13:0 hinten. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Dass Manchester United gut ist, war ja klar, aber so gut. Diese Verletzungen und Sperren zum falschen Zeitpunkt tun schon richtig weh. Ich habe die Hoffnung natürlich noch nicht komplett aufgegeben, aber jetzt, wo Pogba das 1:0 schießt. Wir bräuchten jetzt 5 Tore. Ceballos macht den Anfang, aber es wird wohl nichts mit 2:2 am Ende. Wir sind raus. Wieder nicht ins Finale geschafft. Gibt es also auf alle Fälle noch eine Saison 2022. In dem Jahr sind wir mittlerweile angekommen und wir haben die Bundesliga gewonnen, aber sowas von 13 Punkte mehr als Borussia Dortmund. Bayern wird nur Fünfter. DFB-Pokal wurde ja nichts, das wissen wir alle schon. Frankfurt holt diesen Wettbewerb. Und in der Champions League sind wir wahrscheinlich wieder gegen den Sieger rausgeflogen oder etwa nicht. Genau, natürlich gewinnt Manchester United am Ende wahrscheinlich im Elfmeterschießen gegen Real Madrid. Während Dortmund das Euroleague-Finale gegen West Ham verliert. Der Meister Hamburg möchte jetzt auch die Champions League gewinnen. Und die Mannschaft ist soweit. Die ist richtig, richtig gut. 3 91er-Spieler. Ceballos, Asensio, Jesus. Auf der Bank sind noch sehr, sehr gute Leute. Ayer, Nacho mit einer 86. Also wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, dann, ja, dann wäre ich schon ein bisschen am Verzweifeln. Obendrauf gibt es natürlich auch nochmal ordentlich Geld zum Investieren. 83 Millionen Euro. Let's go. Zu Beginn habe ich direkt mal Albin Ekdal verkauft, beziehungsweise war das noch aus der letzten Saison. Kurz nach der Transferphase. Jetzt ist er natürlich dann erst weg. Was unser Budget nochmal ein kleines bisschen erhöht. Nein. Schaut mal, was hier gerade passiert ist. 193,5 Millionen Euro wollen die für Asensio zahlen. Der hat eine Marktwert von 95 Millionen. Das war das allererste Gegenangebot, was ich gemacht habe. Es sind fast 200 Millionen Euro. Woher hat Barcelona überhaupt so viel Geld? Bin ja gespannt, ob das jetzt durchgeht und wen ich dann halt als Ersatz hole. Ne? Ich denke natürlich als erstes an Paulo Dybala. Tatsächlich, er ist verkauft. 182 Millionen für einen neuen Spieler. Jetzt gibt es auch noch ein Angebot für Gabriel Jesus. Mal sehen, ob ich den auch noch verkaufe. Warum eigentlich nicht? Nee, daraus wird nichts. Die
207 Millionen, die ich verlangt habe, wollten sie leider nicht ausgeben. Ousmane Dembélé könnte einer unserer neuen Stars werden mit einer 92er Gesamtstärke. Ich habe das Team nochmal genauer angeschaut und gesehen, wir brauchen einfach einen Spieler für die Außen. Und außer ihm gibt es da nur noch Neymar mit der Art von Gesamtstärke, die wir brauchen. Und der ist mittlerweile schon 30 und baut ein bisschen ab, hat nur noch eine 93er Gesamtstärke anstatt einer 94. Ihr werdet es nicht glauben, 170 Millionen für Dembélé ist echt wenig. Die haben die ganze Zeit über 200 verlangt, bei Neymar übrigens auch. Da verlangen die irgendwie 220 oder so. So ähnlich wie halt der Transfer in der Realität abgelaufen ist. Ja, und dann würde ich sagen, akzeptieren wir das. 460.000 Euro und einen ganz guten Einstiegsbonus. Dembélé, Ousmane Dembélé, ehemaliger Borussia Dortmund-Spieler, ist jetzt beim HSV unterwegs. Weil wir können links ja nicht mit Iheanacho spielen, der kann die Position gar nicht. Deswegen muss er da raus und Dembélé rein. Während Jan Vitaab zum 100. Mal ausgeliehen wird, ist Diogo Dalot verkauft an Manchester United. Die haben so viel Geld einfach geboten, mehr als doppelt so viel, wie sein Marktwert ist. Dann akzeptierst du halt einfach. Ist nur der Ersatz Rechtsverteidiger, da werde ich halt jetzt irgendeinen schlechteren holen. Dann sind wir da auch wieder ordentlich aufgestellt. David Carmona ist der neue Mann, ist ein Spanier, 22 Millionen, also ein bisschen günstiger. Insgesamt geht es halt immer darum, bei solchen Deals ein bisschen Geld rauszuschlagen. Und ob ich jetzt Carmona auf der Bank habe oder den Spieler von vorher, macht recht wenig Unterschied. Jan Oblak, 93er Gesamtstärke, der neue Torhüter. Ich habe Lafont direkt mit dran gegeben. Der hat auch nur eine Marke von 20 Millionen oder so gehabt. Ich habe 55 haben wir noch oben drauf gegeben, jetzt eben für den 93er Torhüter. Der hatte wieder nur ein Jahr Vertrag, deswegen war der so günstig. Von davor bin ich schon so ein bisschen enttäuscht, was der für eine Entwicklung gemacht hat. Hatte mittlerweile, glaube ich, eine 84 oder 85. Dachte, der wird schneller besser. Sein Potenzial liegt auch bei irgendwie 89 oder so. Wir trainieren natürlich auch nicht, ne? Also wenn man Torhüter trainiert, dann weiß man sowieso, dass die komplett ausflippen. Aber Training gibt es bei Sprint to Glories ja nicht. Torhüterposition haben wir also schon mal deutlich verstärken können. Jetzt vielleicht noch den Linksverteidiger. Ich muss sehen, was ich tun kann. So viel Geld ist es nicht mehr. Also wird richtig, richtig schwer, da noch wirklich einen für die Stammelf zu finden. Ich habe den Deal klar gemacht. Alejandro Grimaldo ist der neue Linksverteidiger. Hernandez bleibt tatsächlich da. Ich habe aber trotzdem Spieler mit dran gegeben, den anderen Linksverteidiger. Riveros heißt er genau, ehemaliger Spieler von Basel. Der war das. Jetzt haben wir eben beide. Hernandez hat sogar ein höheres Potenzial. Der hat ein 88er Potenzial. Vielleicht wird er ja noch besser. Derweil darf halt auf der Bank Platz nehmen. Wir sind durch mit der Transferphase. Das Team ist richtig, richtig stark. Schaut euch das an. 92er Dembélé dürfen wir begrüßen. 93er Oblak, 87er Grimaldo. Wir müssen einfach die Champions League gewinnen. Wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Jahr 2023, Saison Nummer 6. Wir sind im Januar angekommen und die große Frage ist, sind wir wieder Tabellenführer? Nee, sind wir nicht. Nachdem wir letztes Jahr Meister geworden sind, jetzt nur der dritte Platz aktuell. Natürlich noch alles drinnen. 4 Punkte auf die Bayern. Pokal, wie sieht's da aus? Wir sind mal wieder rausgeflogen. Das ist unglaublich. Wir packen es einfach nicht im Pokal. Man sieht uns hier nicht mal. Supergoal wäre natürlich, wenn wir jetzt nicht mehr in der Champions League drin wären. Sind wir aber. Es geht gegen Tottenham im Achtelfinale. Dachte zuerst schon an Barcelona. Die Gruppe konnten wir erwartungsgemäß gewinnen. Ohne Niederlage gegen Valencia, Schachtar Donetsk und Galatasaray. In dieser Transferphase wird übrigens nicht viel passieren. Zumindest solange sich kein Spieler verkauft. Weil dafür reicht das Geld ganz einfach nicht. Joa, jetzt habe ich Theo Hernandez für 47,3 verkauft. Sorry dafür. Aber sein Marktwert liegt nur bei 22,5. Und dann blieb mir nichts anderes übrig. Es gibt also doch wieder Transfers in diesem Fenster. Und dafür wird Malang Sarr gekauft. Ich weiß, der ist eigentlich ein Innenverteidiger, kann aber auch links hinten spielen. Und so eine 83er Gesamtstärke ist halt schon ein Träumchen. Noch dazu ist er halt eben variabel einsetzbar. Wenn Innenverteidiger ausfallen, dann spielt er hinten drin. Und wo ich es gerade sehe, Alenia ist besser als Havertz. Deswegen spielt der jetzt von Anfang an, denn er kann auch rechts Mittelfeld. Und Havertz ist erstmal auf der Bank. Lionel Messi spielt noch. Da seht ihr ihn. 80er Gesamtstärke. Ordentlich langsam. Soweit ich weiß, hat aber Ronaldo seine Karriere beendet. Also können wir eigentlich mal nach seinem Region suchen. Einfach nur was Lustiges. Und das muss dann eigentlich der hier sein. Joao Pedro Pinto Leite. Genau, der hat Potenzial, was Besonderes zu werden. Also das ist dann hier wohl der Cristiano Ronaldo Region. Schon 19 Jahre alt. Klar, ich würde ihn gern kaufen, aber ich habe nur noch 10 Millionen Euro. Denke nicht, dass das ausreichen wird. Man kann ihn sowieso nicht kaufen, weil er gerade erst bei dem Verein untergekommen ist. Aber vielleicht können wir ihn... Nein, leihen können wir ihn auch nicht. Okay, dann war's das mit dem Ronaldo Region sowieso erstmal. Champions League 8-Final-Hinspiel bei Tottenham. Die haben Dolberg im Sturm. Der wird mit Sicherheit nicht schlecht sein. Elly ist ganz gut. Eriksen. Sanchez hat sich mit Sicherheit krass entwickelt. Loris. 1:1 steht's. Wäre ein gutes Ergebnis. Ist eine 2:2 das sogar noch besser. Natürlich zur richtigen Zeit verletzt sich ein wichtiger Spieler. Corentin Tolisso für 8 Wochen. Warum eigentlich nicht? Der Ronaldo Region hat jetzt schon eine 82er Gesamtstärke. Sau krass mit 20 Jahren. Nun gut, alles egal. Wir gönnen uns jetzt einen Sieg gegen Tottenham. Zu Hause im Champions League Rückspiel. Jesus macht das Tor. Wimmer verletzt sich. Nach der ersten Halbzeit hat das Ergebnis immer noch Bestand und es wird auch ein 3:0. Ganz entspannt, ganz locker. Er ist gerade noch fit geworden, der liebe Corentin Tolisso, fürs erste Spiel gegen Chelsea im Viertelfinale. Jetzt geht's also darum gegen die englischen Mannschaften, auch die mit einer richtig
kranken Aufstellung. Schaut euch das an. Brandt, Morata, Salah, Kanté, Rock, Shaw, Christensen, Llorente, Sumar, Cancelo, Courtois. Auf der Bank sind auch noch richtig gute Spieler. Immobile haben sie da zum Beispiel. So 0-0 wäre jetzt nicht ganz so geil, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ein Tor zumindest noch. Jawohl, Martinez trifft und dann lasst es einfach so durchlaufen. Nice. Rein ins Rückspiel. Es sieht richtig gut aus. Ganz so, als könnten wir zum dritten Mal in Folge das Halbfinale der Champions League erreichen. Wobei Chelsea hier nur ein einziges Tor für die Verlängerung braucht. Und da ist es auch. 51. Da ist Brandt und schießt das Tor gegen die deutsche Mannschaft. Kommt die HSV-Spieler, schießt noch ein Tor. Ein 1:1 würde doch vollkommen ausreichen. Nein, es gibt die Verlängerung. Gomez mit seinem Tor 1:1. Jetzt braucht Chelsea 2 Tore. Eins würde ihnen nicht reichen. Und wir sind weiter. Jawohl, wieder im Halbfinale. Da sind wir also wieder. Hier war immer Endstation im Halbfinale. Dieses Mal gegen den AC Milan. Die müssen einfach dran glauben jetzt. Kann es nicht sein. Der Weg ins Finale, er ist geebnet. Donnarumma, Klostermann. Klostermann spielt bei denen richtig cool. Hashinats, unfassbar. Azpilicueta, Martinez, Alexander Arnold. Dieser AC Milan-Elf ist einfach unglaublich. Dietio, Suso. Aber wir führen 2:0. Hahn haben sie auch noch auf der Bank. Ne, wir haben schon mal gegen Milan gespielt. Ist noch gar nicht so lange her. Am Ende wird es ein 2:1. Oh, hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie noch ein Tor schießen. Aber 2:1 ist trotzdem in Ordnung. Packen wir es endlich ins Finale. Rückspiel in Mailand. Ein Auswärtstor wäre so dermaßen wichtig. Grimaldo, der Linksverteidiger. 22. Minute. Jetzt hat Milan erstmal ein riesiges Problem. Sie müssen halt 2 Tore schießen, ne? Und haben dafür nur noch eine halbe Stunde Zeit. Das könnte passieren. Es könnte wirklich passieren. Nur noch 10 Minuten. Nur noch 5 Minuten. Jesus mit dem 2:0. Wir sind tatsächlich im Champions League Finale. Es ist soweit. Wir können es packen. Wir können diesen Titel holen. Dieses Jahr. Diese Saison. Ja, mein Jungs. Ihr glaubt nicht, wie mich das freut. Ich nehme jetzt schon seit 12 Stunden oder so auf. Natürlich nicht am Stück, aber trotzdem immer mal wieder über 3 Tage verteilt. Jetzt endlich ist es soweit. Ich werde es schaffen ins Champions League Finale. Und natürlich muss es Real Madrid sein. Der Gegner im großen Finale. Was für eine Reise war das jetzt schon mit dem Hamburger Sportverein. Jetzt muss natürlich erstmal das Finale überhaupt gewonnen werden. Das Top-Team ist am Start. Das ist das große Glück. Keine Spieler sind verletzt. Und für alle Fälle haben wir noch einen wie Ayhan Nacho auf der Bank. Das Team ist gut besetzt. Es ist breit besetzt. Der beste Spieler ist aktuell Dembélé. Ich freue mich riesig auf dieses Finale. Hier sind wir also beim Champions League Finale. Die Spieler machen sich warm. Das ist übrigens Rashford. Der spielt bei Real Madrid. Der HSV im Champions League Finale. Stadio Olimpico. Real Madrid gegen Hamburg. Es hat einige Jahre bis zu diesem Moment hier gedauert. Aber nun ist der besondere Moment gekommen. Für alle Fans von Hamburg hier nochmal der Weg beider Teams. Real hat sich unter anderem gegen Manchester United durchgesetzt. An denen sind wir letztes Jahr noch gescheitert. Hier sieht man es, aber für 140 Millionen haben sie Rashford gekauft. Vor allem haben sie ihn von Leicester gekauft. Der war dazwischen noch bei Leicester City. Hier sehen wir die komplette Aufstellung im Tor ist noch dazu. Bernd Leno, Koulibaly in der Innenverteidigung, zusammen mit Coates. Der Rechtsverteidiger, den will ich gar nicht erst aussprechen. Llorente, Isco im Mittelfeld, Belotti vorne drin, Ødegaard rechts. Unglaublich, ich liebe die Transfers in FIFA 18, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen an der Stelle. Das ist das erste Mal, dass ich so richtig aktiv einen Karrieremodus so lange durchgezogen habe. Da ist übrigens Zidane nur mal so. Der ist natürlich auch nach 100 Jahren noch Trainer bei denen. Die Transfers haben mir einfach so dermaßen gut gefallen. Jetzt passiert einfach viel. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal. Solange die Spieler halt regelmäßig hin und her wechseln, das macht schon deutlich realistischer. Hier ist unsere Aufstellung. Ich meine, ihr habt sie vorhin schon gesehen. Ihr habt die vor allem schon die ganze Saison gesehen. Oblak ist der Kapitän. Natürlich 93er Gesamtstärke. Der ist tatsächlich der wirklich beste Spieler im Team. Hab vorhin was von Dembélé gesagt. Meinte natürlich den Feldspieler, ihr wisst Bescheid. Jetzt also volle Konzentration. Hanso Skipgas in diesem Match gegen Real Madrid. Das sind Teams auf Augenhöhe, so viel ist sicher. Ronaldo am Flügel, aber der braucht natürlich Anspielung. Spielstation, legt sehr schön zurück auf Ceballos. Nochmal hoch und jetzt haut drauf, der Torhüter hält den allerersten Versuch. Was eine Riesenchance. Ich weiß gar nicht, wer da geschossen hat. Es war Alenia, glaube ich. Sehr schön von Tolisso, er hat Raum gemacht. Martinez, legt doch mal zurück. Hier ist Tolisso. Kommt nur ein Eckball bei Roma. Wir sind schon mal torgefährlich, kann man ehrlich sagen. Und das ist enorm wichtig, Martinez. Boah, die dritte Riesenchance jetzt schon. Okay, der Schuss von Tolisso war jetzt vielleicht keine Riesenchance. Martinez. Bernd Leno, der hält alles, Mann. Gefährlich. Oh, wow, 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 wow. Da ist Ødegaard im 16er. Komm, den kriegst du. Er bekommt ihn zurück und kann jetzt vielleicht flanken. Aber Grimaldo macht das gut im 1 gegen 1. Jetzt weg die Pille. Die haben den schon wieder. Was ist jetzt los? Was? Der gibt einen Elfmeter. Dieser Schiedsrichter gibt hier gerade einen Elfmeter für was? Jetzt macht uns der Schiri...
Ja, okay, da ist der Ellbogen irgendwie im Gesicht, aber ganz ehrlich, was tauchte da auch umeinander? Was tauchte da im 16er rum? Belotti bekommt die Riesenchance geschenkt. Die haben noch nicht einmal aufs Tor geschossen. Jetzt darf der hier per Elfmeter versuchen, das 1-0 für Real Madrid zu erzielen. Oh, Blakatin, und jetzt weg den Ball. Jawohl. Sowas von fair. Wäre ein absoluter Witz gewesen. Lauf, Alenia. Lauf. Alleine gegen alle gefühlt. Da geht es 1 gegen 1. Oder alle schnellste sind natürlich nicht. Sollte die letzte Aktion vor der Halbzeitpause sein. Wir können vielleicht nochmal draufziehen mit Corinthians. So. Sein zweiter Versuch aus Distanz. Diesmal kommt er durch, aber halt auch am Tor vorbei. Das steht also 0-0 und wir hätten hier eine Führung verdient. Obwohl Real Madrid einen Elfmeter vergeben hat, aber das war auch ihre gefühlt einzige richtige Offensivaktion. Die Mannschaft ist noch fit, kann weiterhin durchziehen in diesem Duell. Aber so richtig durchspielen kann ich mich nicht. Real Madrid steht sehr, sehr tief. Trotzdem, es ist eine Frage der Zeit, mal, bis wir das 1-0 schießen. Dembélé, jetzt kannst du ihn reinspielen. Jetzt kannst du ihn reinspielen hier. Für Gabriel Jesus, der nochmal in die Mitte und jetzt schießt irgendwie. Jawohl, Martinez, das 1-0. Ich muss die nochmal reinlegen. Ich weiß, man hätte auch selber schießen können. Der war so frei da drin. Dann spielt er ihn 100 Meter in den Rücken. Aber egal, solange ihn am Ende reinmacht, er braucht eine Stunde, um sich umzudrehen. Und trotzdem ist die rechte Ecke noch so frei. Vielleicht ein Fehler von Bernd Leno, da aus dem Tor zu stürmen. Aber man muss das auch irgendwie machen. Das vierte Tor von Lautaro Martinez im laufenden Wettbewerb. Dembélé ist nicht zu bremsen. Dembélé spielt ihn eins weiter auf. Tolisso war nicht im Abseits. Doch, er war im Abseits. Hätte ich nochmal rübergelegt, dann wäre es das sichere 2-0 gewesen. Rodriguez kommt jetzt rein für Marcos Llorente. Und bei mir geht der Tor Schütze runter, Lautaro Martinez, und reinkommt Kai Havertz auf die rechte Seite natürlich. Ceballos rückt nach vorne auf die 10 und Alenia ins zentrale Mittelfeld. Jetzt hat Real immerhin mal einen Eckball und der kommt auch an, aber Jan Oblak ist ein klasse Torhüter. Sich leider bisher noch nicht auszeichnen können im Spiel, beziehungsweise eigentlich sehr ganz gut, ne, dass sie sich mit auszeichnen können. Jetzt direkt das Umschaltspiel über Gabriel Jesus, der ist da im 1 gegen 2, kann sich durchsetzen. Jetzt vielleicht am langen Pfosten, der Ball kommt in die Mitte und dann kommt er irgendwie aufs Tor. Aber das war nicht mal ich, ne, der hat irgendwie eine geklärt. Es gibt da so einen Eckball auf der anderen Seite. Der kommt nicht schlecht, Kai Havertz. Mittlerweile auch Memphis Depay in der ersten Mannschaft bei Real Madrid. Die versuchen hier alles. Was macht mein Abwehrspieler gerade? Wir den Ball einfach nur weghauen. Das ist alles, ne? Wir müssen hier jetzt verteidigen. Das hat oberste Priorität. Oder vielleicht auch mal einen Konter fahren hier mit Ceballos. Aber es ist einfach keine Sau mit dabei. Außer da links draußen. Dembélé. Usman. Dembélé. Hat Pace. Usman Dembélé mit dem 2-0. Was ein Konter. Und was ein Lauf vom Franzosen. Hätte ich nicht gedacht, dass ihm sein Gegenspieler da gar nicht mehr hinterherkommt. Er zieht an und dann aus dem Winkel in den Winkel. 2-0 und das kann schon sowas wie eine Vorentscheidung sein, weil Real Madrid bisher nicht die große Offensivkraft ausstrahlt. Da kommen sie jetzt aber mit Belotti. Der bringt eine schöne Flanke, aber die Defensive steht. Wobei steht sie wirklich? Casemiro. 81. Doppelwechsel beim HSV. Nacho und Papadopoulos kommt rein. Tatsächlich Papadopoulos. Den muss ich einfach nochmal bringen. Der einzige Spieler noch von Anfang an dabei ist, der auch irgendwie in der Nähe der ersten Mannschaft ist. War natürlich ein Traum auf der Abschluss. Also besser kannst du nicht machen. Der nächste wird sowas von weggedroschen. Zum Glück rettet Henrichs. Oh, ganz unten ist er so frei. Ganz unten ist er so frei. Kai Havertz gegen alle. Kai Havertz, jawohl, er macht das 3-0 und spätestens jetzt ist das die Entscheidung. Hab noch kurz überlegt, ob ich nicht querlegen soll, weil da war ja noch immer mitgelaufen, aber wenn der Kai schon mal in so einer guten Position ist, dann kannst du auch selber abschließen. Also auch er trifft, der Wechsel zum HSV hat sich gelohnt, sagen nicht alle Spieler, ne, man weiß Bescheid. I hear Nacho, läuft gegen alle, Nacho spielt quer und dann war das ein bisschen zu kompliziert oder so. Warum ist der Spiel überhaupt einen Millimeter neben mir gelaufen? Es hätte eigentlich das sichere 4-0 sein müssen. Der Schiri pfeift ab, es wurde hier Historisches geschaffen. Die HSV-Fans rasten natürlich komplett aus. Papadopoulos geht in die Knie. So viele Jahre hat er jetzt beim HSV verbracht. Und tatsächlich hat er es geschafft, die Champions League zu gewinnen. Obendrein noch mein allererster Champions League-Sieg in ganz FIFA 18. Man kann davon ausgehen, dass die Animationen genau die gleichen sind. Und so sieht es bisher jetzt auch aus. Genau, jetzt sieht man noch, wie die Spieler alle hier aufs Podest kommen. Einer nach dem anderen. Und zu guter Letzt dann natürlich der Torhüter, der Kapitän Jan Oblak, denn der darf das Ding in den Himmel recken. 3, 2, 1. Rauf das Ding und der HSV ist tatsächlich Champions League-Sieger geworden. Unfassbare Zeit war das für mich hier. Ihr müsst mal überlegen, das waren jetzt 12 Stunden, 13 Stunden, irgendwie sowas, was ich hier aufgenommen habe für dieses eine Video, aber ich habe es geschafft. Ich habe die Champions League-Titel gewonnen. Ja, ja. Es wäre auch zu bitter gewesen, wenn ich das Finale jetzt nicht gewonnen hätte und es am Ende dann nochmal hätte spielen müssen, dann eine Saison drauf oder vielleicht noch eine Saison drauf, wer weiß es. In der ganzen Hektik habe ich vergessen, euch die anderen Wettbewerbe zu zeigen. Das schmeiße ich jetzt noch schnell mitten rein. Die Bundesliga haben wir tatsächlich gewonnen, am Ende mit 77 Punkten.
Punkten, Dortmund 72. Im deutschen Pokal wissen wir ja, da haben wir mal wieder gar nichts erreicht. Ich glaube, das weiteste war Achtelfinale, vielleicht Viertelfinale. Aber das war definitiv nicht unser Wettbewerb. Und es gibt ja auch immer ein paar Leute, die die Euroleague interessiert. Und da ist Paris Saint-Germain ganz oben. Auf zu den Fans mit dem Pokal. Wenn euch dieses Video gefallen, das war sau viel Arbeit, dann schmeißt einen Daumen rein auf alle Fälle. Checkt die Links in der Videobeschreibung, schaut einfach mal kurz vorbei. Vergesst nicht unser Spiel in Hamburg. Ich hoffe, ich habe es am Anfang erwähnt. Und dann sage ich jetzt mit diesen Bildern auf Wiedersehen, ne? Bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Wernicke. Das ist die Endcard, während Jan Oblak hier im Hintergrund, ihr seht es ja nicht, nochmal hier die Trophäe hochreckt. Da drüben ist das letzte Video und in die Infokarte kommst du zu meinem Merch. Einfach mal auschecken. Sind ein paar geile Sachen dabei und ich hoffe, hat euch Splinter Glory gefallen. Und falls ich irgendwas besser machen kann, auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So. Boah, was ist die Idee?